Zu dieser Zeit, Orangenesser, habe ich eine, wenn man so will, Serie gemacht. Und es gab damals, und das war der Anlass für solche Art von Bildern von mir, die sogenannten jungen Wilden. Plötzlich waren Bilder angesagt, überdimensional große Bilder, die ausgesprochen lustig, humorvoll und auch, ja, waren sie auch kritisch, weiß ich nicht. Aber die jungen Künstler waren gerade so 20. Also, und ich dachte, meine Güte, die haben dich übersehen. Du musstest etwas machen. Du musst einfach dein Fähnchen zeigen. Und dann habe ich angefangen, diese frivolen Bilder zu machen. I'm probably not alone in saying this, but we were all very sort of relieved to see painting coming back in the 80s. Baselitz was one of the German artists who at the time were sort of coming out of what we had seen as Germany, you know, it was still, you know, Eastern Germany in a way, even Berlin, so quite exciting. 80s is really one of the most significant periods in his career, but also that's when the work of Georg Baselitz, for once, was almost in sync with what many other artists were doing. Or you could say other artists caught up with him in that period. 1980, wo ich das erste Mal freikam aus der deutschen Situation, weil ich in Amerika ausstellen durfte. Es war so unglaublich großartig, dass ich plötzlich die Chance hatte, in eine große Freiheit zu kommen. Many of the artists who were painters looked up to him or they had to fight against him, but he was definitely the elephant in the room. Die Biennale in Venedig war 1980. Ich habe mit Anselm Kiefer einen deutschen Pavillon ausgestellt. Wir haben derart viele Watschen bekommen. Also wir haben wirklich übelste Prügel bekommen von der deutschen Kritik. Hatten vor mir zur selbigen Biennale Künstler ausgestellt, die Bildhauer waren oder Skulpturen machen. Sodass ich dachte, bitte schön, jetzt reiß dich zusammen, mach eine Skulptur. Sculptures of Georg Baselitz, which come in the 80s. It's great that in that show we can actually see his sculptures and the relationship to painting, which is kind of special. Mein Engagement, mein Bestreben war, unbedingt sein zu müssen gegen etwas. Und das gegen etwas war die Doktrin, die herrschte. Also diese widerspenstige Haltung war enorm wichtig, um freizukommen. Weil die politische Situation ja von einer Gesellschaft getragen wird, die vollständig negativ eingestellt war auf meine Arbeit. Null Toleranz, keine Neugier, sondern wirklich nur negativ. I think he's the most focused artist of our time that we're lucky enough to know. There is a door to the future in his work. I wasn't sure if he was good or bad, if he was ugly or beautiful, but it stays, you know, it's something that it took some while to digest it. Ich habe natürlich immer im Hintergrund, das ist einfach mein Charakter vielleicht, den Versuch zu machen, doch ins kalte Wasser zu springen. Etwas zu machen, was unbekannt ist, was man nicht unbedingt gleich kapiert. Einfach etwas zu machen, was ein bisschen shocking ist oder sehr shocking. Komischerweise ist alles, was hier hängt, wunderbar. Das ist aber nicht so ganz gut, weil wie kannst du über die hochgelegte Latte noch springen?